Also es ist einfach ein großartiges Feedback von den Mitarbeitenden bei uns am Institut, weil das ist ja reines Feedback von Mitarbeitenden, die aktuell bei uns beschäftigt sind oder auch jenen, die schon mal bei uns beschäftigt waren, aber auch Bewerberinnen und Bewerbern. Und es ist natürlich für uns ein tolles Feedback, dass wir an sich auf dem richtigen Weg sind, dass wir eine Arbeitsumgebung haben, ein Arbeitsumfeld haben, was Mitarbeitende schätzen. Und ja, ist aber auch ein Auftrag für die Zukunft, dass wir da dranbleiben und auch genauso weitermachen. Das ist ja eine externe Umfrage, die haben nicht wir in Auftrag gegeben, sondern das wurde von Statista gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Magazin Trend gemacht. Das heißt, wir haben hier keinen Einblick, wie viele Personen befragt wurden. Es gab aber sowohl die Befragungen von der Kununu, von der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu, als auch Befragungen, die direkt durchgeführt wurden durch Statista. Okay. Wir haben aktuell 950, aber dieses Jahr ist ein großes Jahr für uns. Wir möchten die Tausender-Grenze knacken. Das heißt, dieses Jahr werden wir die 1000. Mitarbeiterin oder den 1000. Mitarbeiter begrüßen. Und das ist so ein Meilenstein für uns. Und dann in 10 Jahren, 2036, möchten wir die 2000er-Grenze erreicht haben. Und das wäre dann auch unsere Zielvorstellung für unser Wachstum. Ich zitiere immer da gern unseren Managing Director Georg Schneider, weil er auch immer richtig sagt und auch ich, wir haben hier, Ziel ist es, dass wir hier exzellente Spitzenforschung betreiben und das tun wir auch, aber das wird alles nicht funktionieren, wenn nicht der administrative Support da wäre und auch die wissenschaftlichen Services unsere Forscher unterstützen. Und ja, in der Administration, das kann man sich vorstellen, so wie in jeder Organisation. Es gibt hier ein Controlling, eine Buchhaltung, eine Personalabteilung, eine Abteilung, die sich mit Kommunikation und der Eventorganisation beschäftigt. Und unsere wissenschaftlichen Services sind wirklich auch dazu da, die Wissenschaftler bei der Forschung direkt zu unterstützen. Wir haben hier eine tolle Infrastruktur, eine sehr moderne, zum Teil die modernste in Österreich. Und dort können Mitarbeiter arbeiten mit Elektronenmikroskopen, aber genauso in der IT oder einer Bibliothek, die wir hier haben und diesen Dienst auch anbieten. Also wirklich sehr vielfältig. Und was vielleicht auch viele nicht wissen, wir haben sogar auch Facharbeiter, die wir hier suchen. Wir haben Installateure, Elektriker, die sich hier um die Erhaltung des Campuses kümmern, um die Umbauten auch vor Ort. Also wirklich sehr, sehr breit sind wir aufgestellt. Die Wissenschaftler kommen aus der ganzen Welt und auch im Administrationsbereich und bei den wissenschaftlichen Services sind wir natürlich sehr offen. Wir suchen auf der ganzen Welt, aber gerade im Bereich der Administration und bei den wissenschaftlichen Services liegt es uns sehr am Herzen, wenn wir Mitarbeiter aus der Region gewinnen können. Einfach die Nähe. Viele kennen ja das ISTA dann bereits und einfach auch die Nähe, die dann für viele es sehr attraktiv macht, dass sie hier einen herausfordernden Job haben, aber gleichzeitig auch keine lange Pendelzeit haben und sogar noch Staus vermeiden, weil sie nicht nach Wien rein müssen. Da haben wir immer wieder zaghafte Nachfragen bei Bewerbungsgesprächen. Englisch ist die Institutssprache, weil wir haben hier über 80 Nationen, die hier arbeiten. Und damit das für alle möglich ist, sich gut zu verständigen, haben wir Englisch als Organisationssprache. Aber es braucht sich wirklich niemand fürchten davor. Wir bieten erstens Englisch-Trainings an, kostenfrei in der Arbeitszeit für die Personen, die das gerne machen möchten. Und an sich reicht es, wenn man Freude an der Sprache hat, Bereitschaft, das zu lernen und Grundkenntnisse hat, sage ich mal. Das ist völlig ausreichend. Aber man braucht, von unseren 80 Nationen gibt es vielleicht 3 Nationen, die wirklich Native Speaker sind, also das Englisch als Muttersprache haben. Der Rest hat es ja auch nicht als Muttersprache und freut sich auch über jeden, der jetzt nicht ganz so perfekt Englisch spricht, sodass es für alle ein bisschen leichter ist, sich zu verständigen. Ja, da gibt es tatsächlich viele. Unser Ansinnen ist einfach, dass wir ein möglichst gutes Gesamtpaket anbieten. Einerseits für Mitarbeiter mit Betreuungspflichten, jetzt von Kindern, dafür haben wir den Kindergarten hier, aber auch für alle anderen Mitarbeiter, dass es einfach ein gutes Package ist insgesamt, dass man sich wohlfühlen kann.
Und das reicht eben von dem Kindergarten bis zu Sportangeboten, die Cafeteria. Wir haben hier kostenfreie Parkplätze auch, den kostenlosen Shuttlebus, der von Wien rausfährt. Wir bieten eine private Pensionsvorsorge an, zahlen auch Beiträge für Unfall- und Krankenversicherungen, für zusätzliche. Und gerade bei den Gesundheitsmaßnahmen haben wir nochmal letztes Jahr etwas Neues dazugenommen. Wir bieten jetzt auch ein Employee Assistance Programm an. Das ist eine externe Firma, die bieten psychologische Kurzzeitberatung an, sowohl zu beruflichen als auch privaten Themen. Und auch Familienangehörige können sich dort melden. Und das haben wir gemerkt, kommt sehr gut an. Und da fühlen sich die Mitarbeitenden gerade in den letzten zwei Krisenjahren einfach sehr gut unterstützt. Also was wir sehr oft hören von den Mitarbeitenden ist, dass sie das sehr schätzen. Die schon Familien haben, denen gefällt das sehr gut hier, die wunderschöne Umgebung, die Natur. Und dann natürlich auch die Stadt Klosterneuburg mit allen mit der ganzen Infrastruktur, mit den Möglichkeiten. Und das gefällt den Leuten gut, dass sie einerseits hier dieses Kleinstadtgefühl haben, mitten im Grünen, in den Weinbergen. Und dann ist man aber unglaublich schnell in der Stadt, in Wien. Wenn man das Großstadtfeeling braucht oder sich auch international vielleicht vernetzen möchte. Und so diese Kombination, das hören wir sehr oft, wird einfach sehr geschätzt. Und an sich, die Klosterneuburger speziell und auch in der Umgebung haben, ja, das ist einfach eine sehr schöne, offene Willkommenskultur. Mhm. Viele von unseren Wissenschaftlern wohnen auch in Klosterneuburg, da werden auch Wohnungen vermietet und das klappt sehr gut und da fühlen sich auch die Mitarbeitenden bei uns sehr wohl und einfach willkommen.